Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn wir beste Bildung für alle Kinder und Jugendlichen verwirklichen wollen, dann brauchen wir Schulen, die über ausreichend qualifizierte Lehrkräfte und gute Arbeits- und Rahmenbedingungen verfügen. Das ist es, was wir wollen. Das ist es, wofür wir arbeiten, wofür wir kämpfen. Und das ist das, wofür auch Sie, Herr Minister, sich einsetzen sollten. Die neuerlichen Belastungsanzeigen der Schulen, die uns überschwemmen, zeigen, dass die Landesregierung noch immer den Kurs verfolgt. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, das kann man Ihnen noch so oft sagen. Offensichtlich führt es nicht zu einem Lerneffekt. Sie verschließen sich der Realität. Und darüber täuscht auch das immerwährende Vorbeten von statistischen Daten nicht hinweg. Die Thematik Lehrkräfte am Limit zieht sich seit geraumer Zeit durch das Plenum. Interessanterweise verschwinden die Überlastungsanzeigen und offenen Briefe der Schulen eben nicht von der Tagesordnung, sondern sie werden eher mehr, sie wiederholen sich immer mehr. Und bei manchen Schulen könnte man fast so etwas wie eine Brieffreundschaft zwischen dem Kultusminister und den Lehrern vermuten, wenngleich diese in der Tat, Herr Kollege Rudolph, offensichtlich recht einseitig ist. Und wenn man den Inhalt dieser Brieffreundschaft mit dem Begriff Freundschaft nicht beschreiben kann, denn das wäre geradezu makaber. Kollege Degen hat das ein oder andere Beispiel schon genannt. Ich will hinzufügen, etwa die Otto-Hahn-Schule hat seit April 2016 insgesamt dreimal an den Kultusminister geschrieben und auf die Überlastungssituation hingewiesen. Antwort: Fehlanzeige. Die Georg-August-Zinn-Schule verweist in ihrem neuen Schreiben auf vorangegangene Aktivitäten vom Juni 2017. Bemerkenswert ist dabei der letzte Satz, den will ich deshalb wörtlich zitieren. Wir bitten darum, von Antworten aus vorgefertigten Standardbriefen abzusehen, da wir dies nur als Geringschätzung unserer Arbeit empfinden würden, aber über konstruktive Vorschläge ihrerseits würden wir uns sehr freuen. Herr Minister, leider auch dort Antwort des Kultusministeriums in der Sache Fehlanzeige. Worum geht es denn? Worum geht es denn, Herr Kollege Schwarz? Und, da Sie sich wieder in der Kunst des Ablenkens geübt haben, vielleicht haben Sie das auch beim Militär gelernt, Nebel werfen und so weiter. Hier geht es um hohen Krankenstand, um das Gefühl des Alleingelassenwerdens bei der Inklusion, um unzureichende Ressourcen, aber vor allem geht es immer wieder und immer wieder um die mangelnde Unterstützung der Lehrkräfte durch das Kultusministerium und die fehlende Anerkennung der tatsächlichen Arbeitsbelastung der Frauen und Männer, die sich in unseren Schulen täglich für die Bildung unserer Jüngsten, unserer Wichtigsten einsetzen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht im Widerspruch zur Fürsorgepflicht des Dienstherrn. Und vor allem, und das darf ich auch einmal bemerken, es gebietet alleine schon der Anstand, dass man eingegangene Briefe auch wahrnimmt und sie in der Sache beantwortet. Aber wie wird im Kultusministerium damit umgegangen? Ich habe das hier an dieser Stelle schon einmal gesagt. Ihr Motto ist offensichtlich knicken, lochen, heften. Das war's denn. Und ansonsten durchregieren bis ins letzte Klassenzimmer. Das Vermächtnis des Kollegen Irmer, der sich ja in andere Ebenen verabschiedet hat, wird offensichtlich jetzt umgesetzt. Ich hätte mir das nie träumen lassen, wenn mir von einem Kultusminister, der in früheren Zeiten mit uns für das Thema Selbstständigkeit der Schulen, Eigenverantwortung der Schulen eingetreten ist. Jetzt ist offensichtlich der Paradigmenwechsel eingetreten. Und, meine Damen und Herren, es ist jetzt endlich an der Zeit, dass die Landesregierung wirklich einmal überprüft und sich auch eingesteht, dass trotz der neuen Planstellen, die ohne Zweifel da sind, die Herausforderungen und die veränderten Aufgaben so nicht erfüllt werden können. Vor diesem Hintergrund kann ich nur empfehlen, dass das Kultusministerium die Chance ergreift und an unserer Anhörung im Juni teilnehmen wird. Wir haben es bereits mehrfach angekündigt. Die schriftliche Einladung werden Sie in den nächsten Tagen erhalten. Wir führen diese Anhörung der Schulverbände und der Schulleitungen durch, weil der Minister, Herr Prof. Lorz, wie auch sein Staatssekretär, immer wieder lieber Realitätsverweigerung betreiben, als sich mit der Realität in den Schulen zu beschäftigen.
Ein Wort auch an den Kollegen Schwarz in dem Zusammenhang. Mit der GEW kann man streiten. Ich sage sogar, mit der GEW muss man streiten, wenn es z.B. um Fragen geht, wie man sich dort in völlig abwegiger Weise zum Thema Bundeswehr auf dem Hessentag äußert. Aber, Herr Kollege Schwarz, Beschimpfung der Gewerkschaft, einer wichtigen Gewerkschaft in unserem Land, das ist offensichtlich Ihr Stil. Wir streiten weiter in der Sache. Und ich kann nur sagen, kommen auch Sie zurück zu zivilisierten Umgangsformen, auch in der Auseinandersetzung mit politisch Andersdenkenden. Ich will ein weiteres Zeugnis. Kollege Greilich, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Schwarz? Aber gerne. Irgendwie muss das mit der Zeit hinhauen. Herr Kollege Greilich, haben Sie zur Kenntnis genommen, dass ich in meiner Rede ausdrücklich über GEW-Funktionäre gesprochen habe? Ausdrücklich über GEW-Funktionäre? Haben Sie das gehört oder nicht? Ich habe es gehört. Aber was das in der Sache besser machen soll, erschließt sich mir nicht, Herr Kollege Schwarz. Und ich will ein weiteres Zeugnis für die Realitätsferne dieses Kultusministeriums, dieser Landesregierung und dieser Koalition anführen. Ich nehme das Beispiel, es mag banal klingen, aber alle, die Schulpolitik machen, die im Lande unterwegs sind, wissen, dass sie an allen Stellen immer wieder darauf angesprochen werden, das wunderbare Thema Schulgirokonten. Hier hat ein Bürokrat oder vielleicht auch eine ganze Bürokratengruppe im Kultusministerium ein Problem entdeckt, das es nicht gibt. Es gelöst, indem man einen riesigen Verwaltungsaufwand produziert hat und die Schulen mit Arbeiten belastet hat, die kein Mensch braucht, die keinen Sinn macht. Das Kultusministerium teilt selbst mit. Es gab in der Vergangenheit überhaupt keine Fälle, über die man sich hätte Gedanken machen müssen. Und dann kommt die Antwort auf die schöne Frage, welche Entlastung man denn bereitstellt, wenn man zusätzliche Bürokratie schafft, zusätzliche Aufgaben schafft. Dann die Führung von Bankkonten ist keine neue Aufgabe und im Rahmen der geltenden Regelungen zu bewältigen. Herr Kultusminister, ich kann nur empfehlen, fragen Sie einmal die Schulen, fragen Sie einmal die Schulleitungen, was dort los ist, was Sie mit dieser Aktion verursacht haben. Sie nehmen die Realitäten einfach nicht zur Kenntnis. Und dieses Motto, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, konnte man heute in der HNA nachlesen. Ich glaube, es war die HNA. Ja, genau. Heute früh kommt dort die Meldung, kann ich nur zitieren, uns liegen derzeit keine Informationen darüber vor, dass Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kurzfristig eine Bezahlung von Grundschullehrkräften nach A13 umsetzen wollen, erklärt der Sprecher des Hessischen Kultusministeriums. Herr Minister, ich kann nur empfehlen, richten Sie doch Ihrer Pressestelle einmal die Möglichkeit des Zugangs zu Medien ein, zu Zeitungen, zu sonstigen Informationsmedien. Dann würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass in Niedersachsen genau ein Plan, ob Sie das kurzfristig oder mittelfristig nennen, ist mir relativ egal, ein Plan geschmiedet wird, wie man denn die Anpassung der Besoldung der Grundschullehrkräfte wahrnehmen kann und dass Nordrhein-Westfalen genau ankündigt, Pressesprecher des Schulministeriums Nordrhein-Westfalen, dass die Grundschullehrer in NRW sukzessive angeglichen werden sollen in der Besoldung. Ich sage nicht, dass wir das von heute auf morgen machen können. Ich sage aber, die Realität an den Grundschulen hat sich verändert. Die Aufgaben haben sich verändert. Und deswegen muss man darüber reden, wie man hier auch eine Anpassung vornimmt. Einfach nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Das ist keine Lösung für Probleme. Das ist der entscheidende Punkt. Ich habe ja extra abgewartet, dass der Kollege Wagner noch vor mir spricht. Herr Kollege Wagner, manchmal, nehmen Sie mir das nicht übel, frage ich mich, ob Sie der gleiche sind, den ich bei Veranstaltungen draußen treffe, z.B. vorige Woche bei der Konferenz der Grundschulrektoren, oder ob da ein Klon von Ihnen unterwegs ist, der irgendwie was anderes. Denn entscheidend ist, das, was Sie dort hören und was der Mensch, den ich dort treffe, auch aufnimmt, davon wollen Sie hier nichts wissen. Hier findet das anscheinend alles nicht statt. Ich nehme nur das Stichwort Bürokratie, das immer wieder auftaucht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Freien Demokraten nehmen die Herausforderungen und Probleme der Schulleitungen und Lehrkräfte sehr ernst. Ich wiederhole deshalb
was Sie schon mehrfach gesagt haben. Wir führen deshalb am 14. Juni im Hessischen Landtag die Anhörung durch, die Sie, die Kollegen von den GRÜNEN und die Kollegen von den Schwarzen, verweigern, nämlich eine Anhörung zur Arbeitsbelastung und Aufgabenkritik in den Schulen, um den Beteiligten endlich das Gehör zu verschaffen, das sie verdienen, das die Landesregierung ihnen verweigert. Der Kultusminister muss endlich seine Realitätsverweigerung aufgeben und seiner Fürsorgepflicht als Dienstherr nachkommen. Ich komme zum Ende. Herr Minister, werden Sie endlich Ihrer Verantwortung gerecht? Die Geringschätzung der Lehrkräfte, die Sie zeigen, trifft die Schwächsten und gleichzeitig die Wichtigsten in unserer Gesellschaft, nämlich unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Vielen Dank. Es spricht Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag der SPD, der diesem Setzpunkt ja zugrunde liegt, hat mir spontan einen Film in Erinnerung gerufen, den ich vor 25 Jahren sehr genossen habe, und täglich grüßt das Murmeltier. Ich merke es schon, der ist hier, den kennen auch noch einige mehr hier im Saal. Ich muss allerdings gestehen, dass ich den Film deutlich unterhaltsamer fand als Ihre Initiative. Frau Faulhaber und auch Herr Wagner haben das etwas netter ausgedrückt, haben vom pädagogischen Prinzip der Wiederholung gesprochen. Ich darf einfach feststellen, das ist ein rein wahlkampforientierter Rundumschlag. Da ist absolut nichts Neues drin. Sie zählen einfach alles noch einmal auf, womit Sie schon im Laufe dieser Legislaturperiode vergeblich versucht haben, Punkte zu machen, und hoffen darauf, dass, wenn man etwas nur oft genug gebetsmühlenartig wiederholt, am Ende vielleicht doch irgendetwas hängen bleibt. Das mögen Sie gerne als pädagogisches Prinzip betrachten, aber es bleibt Wiederholung. Gut, wenn wir bei dem Film bleiben, dann hat er uns ja auch gezeigt, wie man aus einer solchen Situation das Beste machen kann. Also nutze ich gerne die Gelegenheit, mal wieder ein paar Dinge zurechtzurücken und vor allem, und das ist mir heute ein Anliegen, etwas gegen das Zerrbild zu tun, das Sie hier aus purem wahltaktischem Interesse von dem Beruf der Lehrerinnen und des Lehrers zeichnen. Und das, meine Damen und Herren, ist auch nötig, denn wie sollen wir denn junge Menschen für diesen wichtigen Beruf begeistern? Wie sollen wir denn die dringend benötigten Lehrerinnen und Lehrer der Zukunft gewinnen können, wenn wir diesem grotesken Bild nicht einmal entschieden entgegentreten? Und deswegen möchte ich zu Beginn etwas feststellen, was mir sehr wichtig ist und wovon ich überzeugt bin, dass die überwältigende Mehrheit unserer Lehrerinnen und Lehrer heute wie gestern unterschreibt. Lehrer zu sein, und das gilt im Kern für alle Bildungseinrichtungen, deswegen sage ich das auch ganz persönlich als Hochschullehrer, jungen Menschen etwas zu vermitteln, sie aufwachsen zu sehen, ihren geistigen Entwicklungsprozess zu fördern, die Ausbildung ihrer Persönlichkeit mitverfolgen zu können, sie also im Wortsinn das Leben zu begleiten, das ist etwas Großartiges, meine Damen und Herren. Und unsere Lehrerinnen und Lehrer leisten hier auch Großartiges, gerade auch im Angesicht vieler Herausforderungen und Aufgaben, die sich in den letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund geschoben haben, und zwar nicht als Ausfluss irgendwelcher Regulierungsideen des Kultusministeriums, sondern einfach als Ergebnis gesellschaftlicher Entwicklungen, von denen Schule nicht unberührt bleiben kann. Ob das der Ausbau des Ganztags ist, die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft, die inklusive Beschulung oder zuletzt, und das war und ist eine besonders große Leistung unserer Lehrerinnen und Lehrer, die Integration von Zuwanderern mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen. Vor allem aber, meine Damen und Herren, macht mir Sorge in der Tat, dass unsere Lehrkräfte mittlerweile mehr und mehr Erziehungsaufgaben übernehmen müssen, die früher selbstverständlich in der Familie angesiedelt waren. Das Nachlassen dieser Erziehungskraft mit allem, was daraus folgt, verändertes Sozialverhalten, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizite und vieles mehr. Man bekommt eine Vorstellung davon, wenn man beispielsweise Bücher wie das der früheren Frankfurter Lehrerin Ingrid Freimuth liest, von dessen Titel sich die SPD ja offensichtlich auch zu diesem Antrag hat inspirieren lassen. Dieses Phänomen, meine Damen und Herren, muss uns beschäftigen, und wir erkennen das dadurch gewachsene Belastungsgefühl bei vielen unserer Lehrkräfte durchaus an. Aber weil wir das anerkennen, meine Damen und Herren, weil wir das anerkennen, genau deswegen tun wir auch etwas.
Und eigentlich tun wir schon seit Jahren, weil wir das auch schon seit Jahren erkennen und anerkennen, tun wir seit Jahren nichts anderes, als die Ausstattung und die Unterstützungsstrukturen unserer Schulen zu stärken, damit sie mit all diesen Herausforderungen, die wir sehen, fertig werden können. Warum haben wir denn die Klassengrößen in allen Schulformen reduziert und damit den Schnitt etwa an unseren Grundschulen auf unter 20 Schülerinnen und Schüler gedrückt? Warum haben wir denn den bindungslosen Zuschlag von 4 bzw. 5% auf die Grundunterrichtsversorgung eingeführt? Warum haben wir denn die sozial indizierte Lehrerzuweisung erst geschaffen, dann in dieser Legislatur verdoppelt und noch um einen Integrationsindex ergänzt? Warum haben wir denn die mobile Vertretungsreserve verdoppelt und den Einsatz von Ganztagsmitteln verdreifacht? Warum haben wir denn den Personaleinsatz für Inklusion und Integration auf ein Rekordniveau gesteigert? Warum haben wir denn die Arbeitszeit aller Lehrerinnen und Lehrer zuletzt um eine halbe Pflichtstunde reduziert und die Deputate über die Jahre um fast 50% erhöht? Und um zum Abschluss noch einmal unsere allerneueste Maßnahme zu nennen, warum bringen wir denn jetzt 700 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an unsere Schulen? Das geschieht doch alles ausschließlich deswegen, um unseren Schulen angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen fit für die Zukunft zu machen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich finde, nichts bringt das besser zum Ausdruck als die Grafik, die der Abgeordnete Schwarz hier hochgehalten hat. Niemals zuvor, meine Damen und Herren, niemals zuvor war mehr Dynamik in den Bildungsinvestitionen. Deswegen sind wir auch mittlerweile vom letzten Platz kommend bei den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung der Flächenländer angekommen. Das ist der Weg, den wir konsequent die letzten Jahre beschritten haben, und das ist der Weg, den wir auch weitergehen wollen, weil wir natürlich uns nicht einbilden, dass die Herausforderungen damit alle gelöst wären. Aber wir zeigen wenigstens, wie es geht. Wir zeigen, wie man Schritt für Schritt und Jahr für Jahr in diesen Lösungen vorankommt, etwas hinzufügen kann, was an Unterstützung für unsere Schulen zum Einsatz kommen kann. Und deswegen, meine Damen und Herren, nehmen wir natürlich auch alle Überlastungsanzeigen unserer Schulen ernst. Und das will ich die Gelegenheit gerne nutzen, das an dieser Stelle auch einmal klarzustellen. Wir gehen jeder dieser Anzeigen nach. Wirklich jeder. Wir tun das mit Blick auf die einzelne Schule. Ich fand es sehr interessant, gerade das im Antrag der SPD wiederzufinden. Ja, wir nehmen die einzelne Schule in den Blick. Wir kümmern uns um das, was individuell und schulspezifisch als Problem erscheint. Aber wer kann das denn am besten tun, meine Damen und Herren? Natürlich können das am besten unsere Schulämter vor Ort tun, die ihre Schulen kennen. Und deswegen setzen wir sie dafür auch ein. Deswegen sorgen wir dafür, dass dort Gesprächskreise zustande kommen, dass dort Schulen Beratung bekommen, dass sie in ihren Entwicklungsprozessen begleitet werden. Und wir sind doch ein Organismus, meine Damen und Herren, der versucht, so zu tun, als wären Kultusministerium und staatliche Schulen in zwei verschiedenen Orbits unterwegs. Und als wäre das, was die einen tun, hätte nichts mit dem zu tun, was man irgendwie an die anderen geschrieben hat. Das ist doch einfach absurd, meine Damen. Und ganz speziell an den Abgeordneten Greilich gerichtet möchte ich auch einmal sagen, also, Herr Greilich, Sie müssen sich schon entscheiden. Also, ich meine, entweder kriegt das Kultusministerium nichts mit, nichts hören, nichts sehen, wie auch immer, und macht nichts, oder das Kultusministerium regiert durch und ist in jedem Klassenzimmer präsent. Aber beide Vorwürfe schließen sich wechselseitig logisch aus. Und Sie können uns nicht beide zur gleichen Zeit machen. Ich will aber aus aktuellem Anlass auch noch eines klarstellen, meine Damen und Herren, weil ja hier auch durchaus von den Protest- und Aktionstagen der GEW die Rede war. Und im Prinzip stehen diese Aktionstage ja unter dem Motto, dass alle Lehrerinnen und Lehrer völlig unabhängig von ihrer individuellen Situation und der konkreten Belastung ihrer Schule einfach per se unterbezahlt und überarbeitet seien. Und wenn man den Presseberichten Glauben schenken darf, ich habe ja anders als offensichtlich der Abgeordnete Degen keine Einladung dazu bekommen, dann wird heute in Wiesbaden dafür demonstriert, die Kleinigkeit von einer halben Milliarde jährlich zur besseren Bezahlung der Lehrkräfte ab sofort bereitzustellen. Das ist für eine Gewerkschaft natürlich legitim. Es ist auch zugleich völlig realitätsfern, aber gut, für Realitätsnähe war die GEW ja noch nie bekannt. Ich habe übrigens dem Abgeordneten Degen sehr aufmerksam zugehört und festgestellt, nicht einmal die SPD macht sich diese illusorische Forderung zu eigen. Nur, meine Damen und Herren, das wollen wir einmal feststellen. Mit individueller Überlastung und konkreten Schulsituationen hat das alles gar nichts zu tun. Das ist ganz einfach knallharte Tarifpolitik, meine Damen und Herren. Und das muss man dann auch einmal in diesem Zusammenhang feststellen dürfen.
Meine Damen und Herren, die Zeit reicht leider nicht aus, um herauszuarbeiten, was in dem Antrag der SPD ansonsten noch alles sachlich falsch ist. Ich würde Ihnen gerne noch z. B. unser betriebliches Eingliederungsmanagement erklären, an dem man im Gesundheitsbereich erkennt, dass wir auf Maßnahmen statt auf Statistiken setzen. Ich würde auch gerne noch über unsere kommunalen Investitionsprogramme reden, mit denen wir sogar außerhalb unserer Zuständigkeit die Sanierung von Schulgebäuden vorantreiben. Aber auf eines muss ich doch noch eingehen, der angebliche Rückzug aus der Schulsozialarbeit. Also, ehrlich gesagt, Herr Abg. Degen, wir rätseln jetzt im Kultusministerium, also seit wir diesen Antrag kennen, was Sie damit eigentlich meinen könnten. Und das Einzige, was uns aufgefallen ist, ist, dass es früher unter SPD-Verantwortung tatsächlich so ein kleines Modellprojekt gab, 400.000 € für 10 Schulen, das den Titel Schulsozialarbeit trug. Wir, meine Damen und Herren, setzen jetzt allein mit den 700 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 35 Millionen € im Jahr für die sozialpädagogische Unterstützung unserer Schulen ein. Und da ist jetzt noch nicht mitgerechnet, was die Schulen aus dem Sozialindex generieren können, den man voll in sozialpädagogische Fachkräfte investieren kann. Da ist noch nicht mitgerechnet, was die Schulen aus den 104 bzw. 105% generieren können, wo man die Hälfte für sozialpädagogische Förderung einsetzen kann. Also, wir haben mal locker den Einsatz für die sozialpädagogische Unterstützung unserer Schulen verhundertfacht. Verhundertfacht! Und die Opposition redet von Rückzug. Also, ich bin es ja aus früheren Diskussionen gewöhnt, dass, wenn es um Haushaltsfragen geht, den Sozialdemokraten die Grundrechenarten abhanden kommen. Aber das muss ich sagen, das hat mir dann doch ein bisschen die Sprache verschlagen. Wenn Sie glauben, dass Sie der Zeitschleife des Murmeltiers damit entkommen können, dann kann ich Sie daran nicht hindern. Aber ich sage Ihnen voraus, Sie werden damit genauso Schiffbruch erleiden wie die letzten fünf Male. Und wenn das Murmeltier dann am Abend des 28. Oktober zum 6. Mal grüßt, dann soll es mir höchst willkommen sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Als Nicht-Schulpolitiker ist es immer schwierig, sich in so eine Debatte einbringen zu wollen. Aber, Herr Kultusminister, Sie haben mich einfach provoziert, und zwar nicht als Schulpolitiker, sondern einfach als Vater, als jemand, der vielleicht schon einmal in den letzten Monaten in der Schule war, sich dort mit Eltern unterhalten hat und diese völlig unreflektierte Art und Weise, wie Sie mit dieser Herausforderung, denen sich unsere Schulen und vor allem die Lehrerinnen und Lehrer zum Wohle unserer Kinder stellen müssen, sich hier hinzustellen und die Situation in einer solch unreflektierten Weise gesund zu beten, da muss ich ja den Kollegen Wagner loben. Der hat ja wenigstens gesagt, da gibt es ein Problem, wir können die Stelle nicht besetzen, da gibt es eine Herausforderung für die Schulen. Also, aber Ihre Art und Weise, wie Sie sich hier über all die Themen, die Sie eigentlich tagtäglich von den Schulen geliefert bekommen, von den Eltern zum Wohl unserer Kinder hinwegsetzen, ist für mich einzigartig. Und da kann ich nur sagen, das ist provokativ, was Sie hier tun. Sie provozieren wirklich alle Eltern in unserem Land, die sich jeden Tag mit den Herausforderungen von Bildung, Erziehung und der Schule auseinandersetzen. Und das sind jetzt nicht nur Schulen in Brennpunkten, das sind Schulen in sozusagen gut situierten Bereichen, wo die Lehrer ausfallen, weil sie gestresst sind, weil sie ausgebrannt sind, wo plötzlich der Klassenlehrer ein ganzes Jahr nicht zur Verfügung steht. Was bedeutet das für eine Bildungskarriere eines Kindes? Wo dann im Elternabend erklärt wird, tut uns leid, der Förderunterricht kann nicht mehr gehalten werden. Es sind vielleicht nur drei Kinder in einer Schule, die den Förderunterricht in einer Klasse, die den Förderunterricht wirklich brauchen. Aber diese drei Kinder haben durch diese 2 Stunden Förderung in der Woche es geschafft, von sehr schlechten Noten ins Mittelfeld zu kommen und haben eine Chance in der Zukunft der Bildungszukunft. Und das sind einfach nur 2 Stunden, um die es geht. Da muss man doch als Kultusminister sagen, nicht alles ist in Ordnung, sondern ich kämpfe auch um die drei Kinder noch, dass auch die in Zukunft noch eine Chance haben. Ihr Ansatz, einfach all das nicht zur Kenntnis zu nehmen, ist das, was mich jetzt noch einmal provoziert hat, hierher zu gehen. Es kann immer besser werden, es muss besser werden. Und wenn Sie immer nur über die Vergangenheit und über Ihre Zahlen reden, dann sehe ich einfach,
dass Sie die Kinder und die Eltern und deren Bedürfnisse einfach aus dem Fokus verloren haben. Und das ist eigentlich Ihre wichtigste Aufgabe, für diese Kinder sich einzusetzen, für deren Zukunft. Da kann man immer besser werden, auch in Hessen und übrigens auch Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Degen, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich zu drei Punkten noch einmal zu Wort gemeldet. Erstmals die Beschimpfung des Kollegen Schwarz. Kennen wir ja schon, letztes Mal gegenüber der Landesschülervertretung, diesmal der GEW. Machen Sie nur weiter, Herr Kollege, dann werden Sie die Rechnung im Oktober auch bekommen dafür. Und, Kollege Wagner, zum Thema Bürokratie. Wir haben es ja wirklich auch noch einmal nachgefragt. Die Daten zu Krankheitstagen von Schulen, die werden von Schulen erhoben. Die werden auch ans Schulamt gemeldet. Ja, nur Sie und Ihr Minister sind nicht bereit, diese Daten zentral zu sammeln, um einmal einen Überblick zu bekommen, wie sich das entwickelt. Das ist kein bisschen mehr Bürokratie für Schulen. Sie müssen einfach nur einmal Ihre vielen Stellen, die Sie im Ministerium schaffen, dafür ausgeben, auch wirklich einmal einen Überblick zu haben, was vor Ort die Schulen erheben und Sie es am Ende in die Tonne im Grunde treten. Denn die Schulen merken das. Die merken das, dass Sie sich überhaupt nicht interessieren für die Krankheitstage der Lehrkräfte und für den Unterrichtsausfall nicht interessieren. Auch das hat etwas damit zu tun mit dem Thema mangelnde Wertschätzung gegenüber Schulen. Und, Herr Kultusminister, zum Thema Schulsozialarbeit. Ja, es gab bis in diese Wahlperiode hinein ein Landesprojekt, wo das Land Schulträger nicht flächendeckend, aber einzeln unterstützt hat mit Schulsozialarbeit. Da haben Sie sich zurückgezogen, und das haben Sie platt gemacht. Und was Sie gemacht haben, ist, Sie haben dann gemacht, Sie haben dann die sogenannte USF-Richtlinie erlassen, in der steht, dass Schulen Stellen aus dem Sozialindex oder zum Teil aus ihrem Zuschlag zur Unterrichtsversorgung nehmen können in sozialpädagogische Förderung. So. Und wir haben Sie vor kurzem erst gefragt, wie viele Schulen nutzen das eigentlich. Da konnten Sie keine Antwort darauf geben, weil Sie überhaupt nicht wissen, ob Schulen das nutzen. Und ich sage Ihnen, vermutlich wird es kaum, wenn überhaupt, jemand nutzen, weil die Schulen genug anderes zu tun haben mit ihren Stellen, um davon auch noch sozialpädagogische Fachkräfte zu bezahlen. Und deswegen haben Sie UBUS geschaffen. Deswegen haben Sie, weil das ein Rohrkrepierer war, Ihr USF-Programm, haben Sie UBUS geschaffen, um jetzt diese Stellen an Schulen zu bringen. Ich habe schon mehrfach hier gesagt, die schaden nicht. Das ist richtig, dass da Lehrkräfte unterstützt werden. Aber was Sie nicht tun dürfen, ist zu sagen, das sei Schulsozialarbeit. Das ist kein Ersatz für Schulsozialarbeit, meine Damen und Herren. Das war mir einfach wichtig, noch einmal klarzustellen. Und freue mich aber über doch die große Unterstützung anderer Fraktionen. Und ich sage Ihnen, kommen Sie endlich zurück zur Realität und nehmen Sie wirklich wahr, dass wir im Jahr 2018 sind mit Herausforderungen aus 2018. Und hören Sie mit dem Schönreden und der Statistik auf. Danke für die Aufmerksamkeit. Als Nächster spricht Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ich bin dankbar für die zweite Runde, weil wir hier noch einmal ein paar Dinge gerade ziehen können. Eine Antwort auf die Vorwürfe des Kollegen Degen. Erstens. Wenn man in der Sache diskutiert und dann Gremien nennt, Vertretungen nennt, die sich in einer bestimmten Art und Weise einbringen und beschreibt, worum es dort geht, hat das mit Beschimpfung gerade mal nichts zu tun. Deswegen will ich mal, das war Bezug auf Sie und nicht auf die GEW, noch einmal. Frau Präsidentin. Herr Schwarz, Sie haben das Wort, und alles andere können wir im Protokoll lesen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich erinnere an die letzte Debatte im letzten Plenum, Stichwort Initiative der Landesschülervertretung, deren Engagement ich sehr schätze. Ich hatte mit dem ehemaligen Landesvorsitzenden Fabian Flume nach der Debatte ein Gespräch und darum gebeten, diese Übersicht mal von den 97 Schulen zu bekommen. Das wurde mir zugesagt. Ich muss heute feststellen, die Schulen habe ich nach wie vor nicht.
das Interesse, uns einmal intensiv damit zu befassen, was konkret als Unterrichtsausfall seinerzeit von Ihnen deklariert wurde. Die Möglichkeit, dieses Mal zu checken, bestand bis dato für uns nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die Zusage steht und wir die Schulen noch genannt bekommen. Und Punkt 2, das, was ich über die Aktivitäten der GEW gesagt habe, und damit meine ich deren Funktionäre, bedarf einer deutlichen Hinweisung darauf, was dort am langen Ende für Konsequenzen bestehen. Und da ist am langen Ende eine völlig überbordende Bürokratie, die Sie unterstützen, mit Studien, mit neuen Fallbeispielen, mit neuen Kontrollgremien. Und gleichzeitig wollen Sie die Schulen entlasten. Das passt vorne wie hinten nicht zusammen. Der Minister hat darauf hingewiesen. Und darüber hinaus Dinge, die schlicht unbezahlbar sind. Ich sage es noch einmal. 7 von 8 Wahlversprechen, die Sie in den Raum stellen, die Sie ins Schaufenster stellen, werden gebrochen. Der Kollege Wagner hat eben noch einmal sehr deutlich darauf hingewiesen. 3,2 Milliarden € Mehrausgaben, Haushaltsänderungsanträge, 400 Millionen €. Es passt schlicht vorne und hinten nicht zusammen, und es ist ideen- und konzeptlos. So, und dann Punkt 3, der absolute Knaller, da bin ich Minister Prof. Dr. Lorz sehr dankbar, ist der Hinweis darauf, das Land Hessen würde sich aus der Schulsozialarbeit zurückziehen, das sind im wahrsten Sinne des Wortes Fake News. Fake News. Es ist wirklich unsäglich, wie Sie versuchen, die Öffentlichkeit zu irritieren. Wir investieren Geld wie noch nie in die Bildung. Wir unterstützen die Schulen im Bereich der Sprachförderung, im Bereich der Inklusion, im Bereich des Ganztags, im Bereich der sozial indizierten Lehrerzuwendung. Und freiwillig stellen wir 700 sozialpädagogische Fachkräfte ein, Gegenwert fast 50 Millionen €. Die Statistik spricht für sich. Und, Frau Präsidentin, jetzt habe ich ja die Gelegenheit, noch einmal eindeutig hier darauf hinzuweisen. Das ist die Entwicklung. Das ist die Entwicklung der Schülerzahl, die sich hier abzeichnet. 10.000 Schüler weniger, dafür 10.000 Stellen mehr. So ist die Entwicklung, auch wenn Sie das nicht zur Kenntnis nehmen. Und jetzt würde ich gerne einmal wissen, was dann an den Schulen schlechter geworden ist. Was dann an den Schulen schlechter geworden ist. Sie können das gerne überprüfen. Ich habe eben gerade, was die Schülerzahl noch betrifft, untertrieben. Es ist deutlich weniger noch. Die Schülerzahl hat von 840.000 auf 760.000 abgenommen, also Korrektur, 80.000 Schüler weniger, 10.000 Stellen mehr, damit das im Protokoll richtig vermerkt ist. So, und deswegen, die Öffentlichkeit bewusst täuschen zu wollen, Rückzug aus der Schulsozialarbeit, obwohl über die USF-Richtlinie eine Drittelfinanzierung sehr erfolgreich in die Landkreise hineingebracht haben. Kollegin Ravensburg und ich haben permanent die Rückmeldung aus Waldeck-Frankenberg, wie gut das an den Schulen angenommen wird. Das ist grandios, das ist ein Erfolgsmodell und wird fortgesetzt. Der Punkt 1. Und obendrauf Kollege setzen Schwarz, wir dann noch, Ihre Redezeit ist Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Und obendrauf setzen wir dann noch einmal die 700 sozialpädagogischen Fachkräfte als eigene freiwillige Leistung des Landes Hessen. Das kann sich sehen lassen. Insofern jagen Sie Leute nicht auf die Bäume, versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können. Im Himmel ist nicht Jahrmarkt. Das ist unseriös und unredlich. Und das werden die Wählerinnen und Wähler am 28.10. Ihnen auch kodieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollegin Wissler. Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, Herr Schwarz, was für ein peinlicher Auftritt hier. Also, ich meine, Sie wollen mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass Sie auf die Zahlen und Daten der Landesschülervertretung angewiesen sind, was das Thema Unterrichtsausfall angeht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie können sich doch nicht hier hinstellen und sich darüber beschweren, dass die Landesschülervertretung, die Zahlen erhoben hat über Unterrichtsausfall an Hessens Schulen, die es angeblich ja gar nicht geben soll,
dass diese Landesschülervertretung Ihnen das nicht zur Verfügung stellt. Also, wissen Sie, ich hätte eine Idee. Wenn Sie Zahlen und Fakten zum Unterrichtsausfall haben wollen, fragen Sie doch einmal Ihren Kultusminister, Herr Schwarz, und nicht die Landesschülervertretung. Seit Wochen, seit Monaten fragt die Opposition nach bei diesem Minister zur Frage Lehrerüberlastung, zur Frage Unterrichtsausfall. Und die Antwort ist, wir wissen nicht, ob es Unterrichtsausfall gibt, aber es gibt keinen. Das ist mehr oder weniger die Antwort. Das ist die Antwort dieses Ministers. Und deshalb finde ich, Ihr Auftreten hier, statt Kritik ernst zu nehmen, Kritiker in einer Art und Weise zu diffamieren, wie Sie das hier machen, Herr Schwarz, das ist schäbig. In der letzten Sitzung war es die Landesschülervertretung. Heute bezeichnen Sie die Lehrergewerkschaft GEW als fünfte Kolonne der Linkspartei. Ja, geht's denn noch, Herr Schwarz? Kann doch nicht wahr sein. Wir reden hier über eine Gewerkschaft. Und es auch so darzustellen, Herr Kultusminister, als würde die Gewerkschaft jetzt mal eine halbe Milliarde mehr für ihre eigenen Mitglieder quasi fordern. Völliger Unsinn. Das fordert die GEW nicht. Die GEW fordert, dass es mehr Geld für Bildung gibt und nicht einfach nur für die Besoldung von Lehrerinnen und Lehrern. Das ist ein großer Unterschied, und das wissen Sie, weil die GEW seit Jahr und Tag fordert, wie viele andere auch, dass mehr Geld für Bildung ausgegeben werden muss in einem so reichen Land. Und deshalb ist es wirklich nicht redlich, wie Sie das hier darstellen, Herr Minister. Und wir erleben es ja jede Plenarwoche. Sie stellen sich hin und tun so, als sei hier alles in bester Ordnung. Das Schöne ist, wir haben hier eine vollbesuchte Besuchertribüne. Da sitzen auch die einen oder anderen Schülerinnen und Schüler, vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer. Die kennen die Schulen von innen. Ich glaube, die können sich ein Bild darüber machen, was hier stimmt und was nicht. Dass wir an vielen Schulen die Situation haben, dass draußen der Putz bröckelt und drinnen die Lehrer fehlen. Dass wir tagtäglich natürlich Unterrichtsausfall haben. Und dass Sie hier so etwas behaupten, als sei hier alles in bester Ordnung und dann noch mit täglich grüßtes Murmeltier sich darüber lustig machen, dass hier Fraktionen die Sorgen und Nöte an den Schulen hier zum Thema machen. Sie reden die Sachen schön. Sie können keine Zahlen vorlegen zum Unterrichtsausfall. Sie waren es doch. Es war doch Ihr Ministerium, das letztes Jahr Briefe verschickt hat an pensionierte Lehrerinnen und Lehrer, dass sie bitte in den Schuldienst zurückkommen, weil sie keine Lehrerinnen und Lehrer haben, weil sie zum letzten Schuljahr schon 100 Stellen an Grundschulen nicht besetzen konnten. Also bitte erzählen Sie nicht, wir haben hier kein Problem. Und das ist ein hausgemachtes Problem, Herr Minister, weil das hat etwas mit Wertschätzung zu tun und wie man mit Lehrerinnen und Lehrern umgeht. Doch, damit hat das etwas zu tun. Wenn man Lehrerinnen und Lehrern, Angestellten, nicht Verbeamteten, alles Ernstes zumutet, dass sie sich in den Sommerferien arbeitslos melden, damit das Land Geld spart, dann darf man sich nicht wundern, wenn Lehrerinnen und Lehrer überhaupt nicht das Gefühl haben, Wertschätzung zu erfahren. Und Sie verweigern den Grundschullehrerinnen und Lehrern. Kollegin Wissler, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Schwarz? In einer Minute 14 wird es schwierig, aber ich möchte es gerne weiter ausführen. Vielleicht können wir ja noch eine weitere Runde machen, dann antworte ich gerne darauf. An der Stelle ist es natürlich so, dass wenn man so umgeht mit Lehrern, dass man ihnen die A13 verweigert. Also ich sage mal, das Land Berlin und das Land Brandenburg kann A13 für Grundschullehrerinnen und Lehrer zahlen. Warum können die das denn, was das reiche Hessen nicht will? Und das hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Und dann können Sie die ganze Zeit etwas erzählen von multiprofessionellen Teams. Multiprofessionelle Teams brauchen Zeit. Brauchen Zeit zur Vorbereitung, zur Nachbearbeitung. Was Sie gerade machen, sind immer weitere Aufgaben an die Schulen zu verlagern und überhaupt keine Zeit zu geben, dass diese Teams sich überhaupt vorbereiten können. Wir haben eine steigende Zahl von Lehrerinnen und Lehrern ohne Lehrbefähigung an den Schulen. Und das heißt eben eine Folge dessen, dass das Land in der Lehrerausbildung und in der fehlenden Wertschätzung gegenüber Lehrerinnen und Lehrern eine ganze Menge falsch gemacht hat. Über das Thema Ganztagsschule könnte man lange reden. Alles, was Sie da tun im Bereich Pakt für den Nachmittag, das mag ein Betreuungsangebot sein. Aber mit Ganztagsschule hat das überhaupt nichts zu tun, was Sie da machen. Und deshalb würde ich Ihnen dringend empfehlen, nicht so zu tun, als gäbe es keine Probleme an den Schulen, und nicht alles ignorieren. Und vor allem würde ich Ihnen dringend empfehlen, die Menschen, die den Finger in die Wunde legen und zu Recht Kritik üben, diese Menschen nicht auf eine Art und Weise zu diffamieren, wie Sie das hier tun. Nehmen Sie die Sorgen endlich ernst. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Merz, SPD-Fraktion, 2 Minuten 23. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eine fünfte Kolonne als die der Kollege Schwarz, frei gewählte Vertreter einer freien Gewerkschaft in einem freien Land mit Meinungs- und Interessenpluralismus bezeichnet hat, wovon er hinterher nichts mehr wissen wollte. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Eine fünfte Kolonne ist eine heimliche, subversiv tätige oder der Subversion verdächtige Gruppierung, deren Ziel der Umsturz einer bestehenden Ordnung im Interesse einer fremden, aggressiven Macht ist. Meine Damen und Herren, wer Vertreter einer freien Gewerkschaft als solche bezeichnet, der hat damit demonstriert, dass er mit den Grundprinzipien des demokratischen Meinungsstreits und des pluralistischen Interessenausgleichs zwischen Sozialpartnern gar nichts verstanden. Nichts, aber auch gar nichts verstanden. Nichts. Und es wird auch dann nicht besser. Es wird auch dann nicht besser, wenn man den mittlerweile landläufigen Gebrauch des Begriffs fünfte Kolonne nimmt. Der ist spätestens seit Heiner Geißlers Angriff auf die SPD als die fünfte Kolonne Moskaus nicht mehr anzuwenden. Und wenn Sie, Herr Kollege Schwarz, Ihre Rolle hier so verstehen, dass Sie der militärische Abschirmdienst des Hessischen Landtags sind, dann haben Sie Ihre Rolle falsch verstanden. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 67 beendet. Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne weitermachen. Es gibt keine Kurzintervention bei 5 Minuten, und es gibt keinerlei Redezeiten mehr für die Fraktionen, außer bei den GRÜNEN, um das noch einmal klarzustellen. Also, die Debatte zu Tagesordnungspunkt 67 ist beendet. Der Antrag 6411 aus 19 wird in den KPA überwiesen.